Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Ja, wir haben hier eine neue nette Festung geplündert und sind wahrscheinlich fertig, ja. Da unten ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Schon längere Zeit her. Oh, schaut mal her. Was haben wir denn hier? Oh, zum Glück habe ich das noch gesucht. So. Also, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu verwirrend hier. Wir müssen irgendwie zurückkommen. Schauen wir mal auf. Einfach haben wir es. Was haben wir denn hier noch? Hier ist nichts mehr. Gut. Ja, da haben wir noch eine Maus. Oh. Noch eine Maus. Die eigentlich gar nicht so gut treffbar sind. Komischerweise. So. Okay. Hoppla. Ich muss mal mich gewöhnen an das... die Steuerung von Sprinten. Ja, gibt es halt noch nicht. Doch, hier Sprinten. L-Control. L-Control ist auch Zoom. R-Control mache ich mal hier. Ja, brauche ich ja nicht unbedingt oft. Dann ist L-Control noch was? Ich mach mal K-Control. Was ist denn K-Control? Mach mal Grave. Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt muss ich es nur noch gewöhnen. Ich bin nie über 1 Punkt. Ja, ich bin eigentlich nie so richtig weiter. Hab mich gewöhnt an das Sprinten. Das ist nichts für mich. Aber ich probiere es mal. Weil es ist schon ein bisschen umständlich, immer doppelt zu klicken. Dass sie das nicht früher gemacht haben und besser. Naja, es hat man ja. So, dann gehen wir hier nach oben. So, eigentlich immer den Blöcken nach. Ich muss ja irgendwie wieder zum Rentier kommen. Okay. Müssen wir hier nach oben wahrscheinlich. Ja. Genau, hier ist das Rentier. So, ja, dann schauen wir kurz auf die Map, mit J. Wir müssen also hier zum Blauen. Gehen wir doch ein bisschen unten durch. Waren wir hier schon in dieser Festung? Das ist so ein bisschen eine bröckelige Festung, hä? Gehen wir einfach mal rein mit dem Rentier, oder? Aber ich habe noch Lust, irgendwo einen Witter-Skelett zu begegnen. Da waren wir schon. Okay, gehen wir mal hindurch. Kommt das sicher besser zum blauen Waypoint. Ja. So sicher mal nicht. Okay, dann gehen wir links raus. Oh, Moment kurz. Na, sowas geht noch der Wecker. Ich bin gestern noch ein bisschen schlafen gegangen. Konnte deshalb... Ja, musste ich den Wecker stellen beim Handy. Und jetzt geht's wieder.
habe ich jetzt ausgemacht. Fertig jetzt mit dem blöden, nervigen Wecker. Aber wenn ich ihn mal brauche, dann schellt er nicht. So. Okay. Scheinbar geht's hier nicht durch. Okay. Ist mir ein bisschen zu gefährlich hier, hä? Da oben durch. Hallo? Was ist denn das für ein Weg? Pferde? Okay, naja, die werde ich jetzt hier nicht angreifen oder so. Kenne ich mich zu wenig aus. So, hier durch. Das Glowstone, das nicht leuchtet. Wieso leuchtet hier Glowstone nicht? So, haben wir irgendwo noch eine Festung, bitte? Ich möchte nicht schon wieder heim. Sonst können wir mal in der Farmwelt ein Portal aufmachen, hä? So, schön zu Hause zu sein. So, schnell zurück, bevor das der Gast mich noch angreift. Gut. So, zuerst aber auf friedlich. Ich will keine bombardierte Bauwelt haben. So. Also habt ihr immer diese Fische. Also, wir haben hier Obsidian, das farmen wir jetzt kurz. Und ja, machen uns das Portal dann. So. Also machen wir mal 10. Ja, Obsidianfarm. Auch mit einer guten Spitzhacke nicht gerade anständig farmbar. So. Jetzt haben wir 11. Machen wir 12. So. Dann das Feuerzeug haben wir. Ja. Müssen noch ein paar Sachen rauslegen und dann gehen wir dorthin. So. Gut. Also, zuerst einmal, wo am besten die Sättel hin tun. Jetzt mal so. Einmal die Kisten hier rein. Nur zwei Kisten, ja, drei Kisten mitnehmen. Können wir gleich vier Kisten mitnehmen. So. Das lassen wir mal, Diamanten. Das Gold reinlegen hier. So. Und ja, ganz viele. Ja, die lassen wir mal. So. Also mal alle Pferderüstungen rein. Fisch. Lassen wir mal Winter.
So. Gut, dann haben wir das. Könnten wir noch ein bisschen Kohle nehmen und ein paar Fackeln machen. So. Ja, den Fisch können wir hier reinlegen. Die Steine auch. Und jetzt gehen wir mal in die Farmwelt 2. So. Gut. Haben wir das? Können wir eigentlich hier irgendwo das Portal hinkleistern? So. Das. So. Ja, die 2 Obsidianen sind frei über. Feuerzeug. Was ist denn der Ding? So. Gut. So, mal schauen wir mal, was hier so ist. Komm. Nicht zu lange laden, Spiel. Sind ja nicht so viele Mods. So, jetzt. Oh. Okay. Ja. Toll. Dankeschön. Ich muss mich ein bisschen abreagieren. Ja, Minecraft spielt man nur dank dem Spiel. Aber nie dank einem selber. Also, von mir gehört zu mir gehört dieser Spruch. Ah, was ist das für eine Dummheit? Also, das sind wahrscheinlich eher die Mod-Entwickler. Wieso macht man ein Portal direkt neben der Klippe mit Lava? Na gut. Naja. Man kann halt einfach nichts davon man muss halt extremst aufpassen, weil die Mods einfach nicht hinkriegen. Ja. Naja, gut. Jetzt haben wir halt unsere Sachen nicht mehr standen. Ja, ja. Jetzt müssen wir wieder verzaubern, das geht mal gar nicht. Ah je. Aber wir haben ja genug Diamanten. So, jetzt haben wir irgendwo eine Axt oder so noch zum Holz sammeln. Wir haben so wenig Holz immer. Tja. Ja, ja. Kein nix. Sammeln wir ein bisschen Holz und beginnen wieder relativ von vorne. Reg mich doch auf. Das ist doch nur ein Bauprojekt mit Rollenspiel und alles. Und dann wird man so bestraft, das geht noch gar nicht. Seht ihr? Diese Beutel bekommen wir denn nicht mehr über. Dann könnten wir suchen gehen in der Lava. Vielleicht finden wir ihn wieder. Naja. Egal. Wir waren schon zu weit. So. Gut, ja, dann machen wir mal Holz. So, Stöcke. Also, einmal so, einmal
So, machen wir mal eine Holzaxt und eine Diamant-Ding. So, müssen dann einfach farmen Diamanten wieder, aber ja, machen wir mal mit Eisen eine Rüstung wieder. Das und das und das. So. Einen Bogen müssen wir auch noch machen. Ja, ist das schwer, wenn man keine Fäden hat. Tja. Oh je. Es hat keine Fäden, nix. Wir müssen Spinnen töten, das geht mal gar nicht. Okay, gehen wir ein bisschen noch nicht so schnell in die Ding. Netter wieder. Und zaubern mal die Sachen. Da haben wir gar nichts. Okay, wir haben keine Level. Lavatod ist immer... Wieso gibt es den Lavatod überhaupt? Also, wieso verliert man alles in der Lava? Das ist nervig. So, gehen wir mal ein bisschen runter wieder. Hä? Wir haben ja gesagt, hier ist der Wassergang nach unten. So. Wir haben noch so wenig. Wir haben ja gar noch nichts. Aber ich wusste, das kommt bald, dass ich sterben werde. Aber nein, es ist ja halb so schlimm. Oh, was ist denn los? Wir haben noch keine Fackeln gemacht. Na gut. Fackeln haben wir vergessen zu machen. Haben wir hier irgendwo Kohle? Dann könnten wir machen. Da haben wir Kohle. Gut. So. Und da haben wir noch Gold. So, das sieht doch gut aus. So, dann machen wir mal alle zu Fackeln. Gut. Und gehen zurück. Was ist das eigentlich hier? Irgendwas. Oh, schwarzer Granit. Dankeschön. Diamanten haben wir auch, sehr schön. Die sieht man so schlecht. So. Wir brauchen aber vor allem Levels. Machen wir auf 30 hoch. Ja, machen wir ein bisschen mehr. Müssen wir nicht direkt wieder zurückgehen. Dann machen wir mal ein paar Treppen, Leitern für die Ding. Für den Gang nach oben, damit wir wieder zurückkehren können zum Portal.
Aber geht halt ein bisschen schlecht hier. In der Steppe. So, passiert jetzt gerade nichts. Hier haben wir noch ein paar Nuggets. Das sind irgendwie so zufällige im Stein versteckte Sachen. Ja, machen wir mal einen normalen Rucksack noch, wenn wir zurückkehren. So. Machen wir so weit, bis das Granit reicht und dann kehren wir wieder zurück. Ja, ja. Hier haben wir noch Rubin. Was könnte man aus diesem Granit machen? Schon geiles Material. Müssen wir aber verarbeiten, das sieht nicht so gut aus. Ja. Mir fehlt einfach so ein richtig schwarzer Rohstoff. Mal schauen, ob wir so einen hinkriegen. Ja, okay, hier kämen wir zurück. Kein Bock mehr. Vier jetzt, oh mein Gott, oh Gott. Aber es gibt auch viele Levels. So. So, dann gehen wir hier zurück. Sieht nicht noch viel aus auf der Minimap. Können wir mal kurz schauen. Ja. Ist nicht so viel hier. So, der... Na, kommt was? Ja. Nicht viel. Also, dann sind wir wieder zurück. Ich gehe nach oben. Und im nächsten Part werden wir halt ein bisschen verzaubern, vor allem die Spitzhacke zuerst. Jo, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part, euer Dragobasa. Tschüss.